Damit zum Wetter und Hanna Faber, ich hoffe, du hast heute viel Sonnenschein für uns dabei. Schau, Raphael, ich habe dir mal wieder ein Wetterschmankerl mitgebracht. Oben auf der Sonne tobt ja schon ein sehr starker Sonnensturm und wir unten auf der Erde, wir sehen dann solche Polarlichter. In Österreich konnte man sie sogar neulich beobachten. Die Farbe von ihnen hängt übrigens ganz stark davon ab, in welcher Höhe sie erscheinen. Oberhalb von 300 Kilometern, da erscheinen sie nämlich in Rot, wie hier neulich in Österreich. Darunter sind sie dann eher grün. Ja, über Österreich hat sich jetzt wie ein Schutzengel unser Hoch Luisa gelegt. Es ist ziemlich stark, es hat viel Power und lässt die Tiefs und Wolken drumherum einfach nicht rein. Ewig kann es sich leider nicht halten. Am Samstag bekommen wir von dem Tief, das momentan noch über dem Schwarzen Meer liegt, ein paar Regenwolken ab, dazu aber später mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die Sonnenverteilung am Vormittag an. Vor allem im Norden und im Osten Österreichs ist der Himmel nämlich jetzt in der Früh schon wolkenlos. In Vorarlberg, in Tirol, in Teilen Salzburgs und auch in Kärnten, da gibt es doch ab und zu ein paar Wolken und Nebelfelder und mit ganz viel Pech kannst du sogar mal kurz rauströpfeln. Aber der Nachmittag, der verläuft dann schon wieder trocken und wir haben wieder Sonne, Sonne und nochmal Sonne im Angebot. Damit steigt das Thermometer auf 16, an manchen Orten sogar 17 Grad. Im Schatten, in der Sonne, ist es sogar noch viel heißer. Über den Bergen entstehen dann am Nachmittag wieder vereinzelt ein paar Quellwolken. Die Sonneneinstrahlung ist nämlich momentan schon so stark, dass sie die Luft besonders über den Bergen sehr stark erhitzt. Am Nachmittag ist sie dann so warm, dass sie aufsteigen anfängt und in dieser aufsteigenden Luft bilden sich dann diese typischen Quell- bzw. Blumenkohlwolken. Ja, auch morgen geht es mit diesem Kaiserwetter weiter. In der Nacht ist es wolkenlos, deswegen ist es in der Früh sehr, sehr kalt. Aber Ihre warme Jacke können Sie dann ziemlich schnell gegen ein T-Shirt eintauschen. Das sollte am Nachmittag bei Höchstwerten so um 15 Grad auf jeden Fall reichen. Das bedeutet aber auch, dass wir perfekte Bedingungen haben, die partielle Sonnenfinsternis morgen Vormittag zu beobachten. Um 10:45 circa sollte nämlich der Himmel über fast ganz Österreich wolkenlos sein. Perfekter könnte man sich einen Start in den Frühling eigentlich fast nicht vorstellen. Leider zeigt er uns ab Samstag dann schon wieder, dass er auch anders kann. Am Wochenende bekommen wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf typisches Aprilwetter mit Sonne, Wolken und etwas Regen. Aber ab Montag ist die Welt dann schon wieder in Ordnung.